Jetzt erstmal das Mikro auf für Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband. Und ja, weiterhin Argumente sammeln. Und ihr wisst ja mittlerweile, wo ihr das Kreuz am 22. September machen müsst, damit eure Wahl hanflegal auch auf den Weg gebracht wird. Ja, hallo, wir sind viele. Ist das wieder schön heute. Hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Ich will euch nicht lange aufhalten. Ich will euch nur ein bisschen an meiner Euphorie teilhaben lassen. Das mache ich normalerweise nicht. Ich bin nicht so der große Euphoriker hier auf der Bühne und sage immer, naja, das dauert alles noch ganz schön lange und stellt euch auf lange Zeiträume ein. Aber jetzt habe ich wirklich gute Laune, wenn ich mich umgucke international. Ich habe die ganzen anderen Reden bisher überhaupt nicht mitgekriegt, aber ich nehme an, die wichtigsten Sachen sind schon erzählt worden. Sicher hat euch schon jemand erzählt, dass Uruguay kurz vor der Legalisierung steht. Es hat sicher schon jemand erwähnt, dass in Washington der Verkauf von Marihuana unmittelbar bevorsteht. Das wird zum 1.1. losgehen. Der Verkauf in Colorado wird losgehen. Wir haben die ersten Länder, die tatsächlich wirklich legalisiert haben. Endlich, es geht los. Ich habe letztes Jahr auf dem Hanftag noch immer gesagt, der Wandel ist greifbar. Es lag in der Luft. Es war eine Bewegung, die sich abgezeichnet hat. Und jetzt kann ich sagen, jetzt geht's los, Leute. Es geht los. Das ist zwar noch weit weg und wird auch noch lange dauern. Immer noch wird es lange dauern. Aber jetzt geht's los. Der Dammbruch ist erledigt. Wir haben die ersten Staaten, die legalisieren. Und das ist nicht nur so eine Inselgeschichte irgendwie, die mal irgendwo gewesen ist, sondern wenn man sich das international anguckt, die Diskussion in den USA, die Medien in den USA und auch die Medien in Deutschland, es hat sich unglaublich viel verändert. Die Prohibitionisten haben schon verloren, die haben es nur noch nicht begriffen. Wir können ja richtig reden von Mann zu Mann, das hat sich die Qualität erreicht. Und wir müssen jetzt dazu beitragen, dass das auch in Deutschland die Politik begreift, dass es vorbei ist mit dem Verbot. Und da brauchen wir euch alle, nicht nur auf der Parade, ihr müsst mitmachen. Habe ich auch die letzten Jahre immer schon tausendmal erzählt, was ihr alles machen müsst. Mach jetzt nicht nochmal, erkundigt euch einfach, wenn euch nichts einfällt, meldet euch beim Handverband, wir geben euch ein paar Tipps. Ich gebe euch nur eine Sache mit. Bei der nächsten Wahl, das muss ich ja jetzt was zu sagen, Bundestagswahl haben wir nicht andauernd. Schreibt den Parteien, warum ihr sie gewählt habt, warum ihr sie nicht gewählt habt. Kostet euch 2 Minuten, 3 Zeilen E-Mail. Ich habe euch gewählt, weil ihr gesagt, ihr seid für Cannabis-Legalisierung und ich will, dass ihr das macht. Und schreibt denen, ich habe euch nicht gewählt. Ich hätte es mir vorstellen können, aber ich habe es nicht gemacht, weil ihr Prohibition wollt für Cannabis. Ihr wollt das Verbot. Oder weil ihr nichts gemacht habt die letzten Jahre. Selbst wenn ihr gar nicht wählt, wenn ihr euch nicht zu irgendeiner Partei durchringen könnt, dann schreibt denen trotzdem, weil ich hätte mich gar nicht wählen, ich hätte mir aber vorstellen können, euch zu wählen, habe ich aber nicht gemacht, weil ihr nichts mit Hanf tut. Die müssen begreifen, was ihr von ihnen wollt. Und nur ein so ein Dreizeiler per E-Mail verstärkt das Gewicht eurer Stimme, eurer Wahlstimme um den Faktor 1000. Da müsst ihr immer dran denken, das ist das Einzige, was ich euch jetzt mitgebe. Und noch zum Schluss, wenn ich überlege, wo stehen wir denn jetzt? Wann hat es das letzte Mal so einen klaren Trend, global, weltweit gegeben, Richtung Legalisierung? Fällt mir nichts zu ein. Ich mache das Ganze jetzt schon 16 Jahre lang. Aber es hat es noch nie gegeben. Es ging immer ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Man dem dann ein bisschen vor, dann wieder ein bisschen zurück. Aber jetzt haben wir einen ganz klaren Trend Richtung Legalisierung. Und ich habe zurückgedacht und zurückgedacht. Und das haben wir seit Kaiser Wilhelm nicht mehr gehabt. Wüsste ich nicht, dass wir irgendwann mal so einen klaren Trend gehabt haben. Wir haben den Zug, der fährt jetzt der Zug und wir müssen jetzt aufspringen und dafür brauchen wir euch alle. Und auch noch mit ein bisschen langen Atem, aber wir haben schon fast gewonnen. Bis zum nächsten Jahr. Herzlichen Dank, Georg vom Deutschen Hanfverband.